Thank you.
Komm, es, Rudolf aus.
just a great one. Wounds are frozen. The berries are gone. Anfange mit meinen Wünschen. Ja, man müsste sich etwas wünschen können. Dann würde ich mir aber ganz was Schönes wünschen. Nicht nur eine Bratwurst. Viel mehr und viel was Besseres. Und das würde ich alles dir. Einen Wunsch möchte ich tun können. Einen Wunsch tun. Etwas Schönes würde ich mir wünschen für dich. Und ich einen Wunsch für dich. Mir gut, wie freundlich ihr zueinander seid. Ihr wart doch freundlich zu mir. Ihr gab mir zu essen und teiltet das Wenige, das ihr habt. Das soll belohnt werden. Drei Wünsche sollt ihr tun können. Einen Wunsch für dich,
und einen Wunsch für dich und einen für euch beide. Drei Wünsche sollt ihr tun dürfen, aber überlegt es gut, was ihr wünschen wollt. Seid nicht voreilig oder gar leichtfertig mit euren drei Wünschen. Ich wüsste etwas Schönes, was ich dir schenken kann. Etwas, für das du dich immer freust. Ja, das muss man sich gut überlegen. Viel Geld haben und reich sein, das ist noch nicht genug. Da kann man krank werden. Und gut leben, gut essen. Alle Tage Wein und Bratwurst, das ist noch nicht. Da bist du wieder bei deiner Bratwurst. Also, ich wünschte wirklich, für dich wäre immer eine Bratwurst in der Pfanne. Hast du da hineingelegt?
diese Wurst hast du da hineingelegt? Ich? Ja, du hast sie da reingelegt. Thank you.
gar nicht so dumm, was du dir da gewünscht hast. Immer wieder. Eine neue Form erscheint. Dann essen wir immer Bratwurst. War bestimmt zu viel. Oh. Ich glaube, ich auch. Ich habe auch schon ein bisschen Leid wie ich. Hurra, hurra, hurra. Oh. Mittag. Abend. Hurra, hurra, hurra. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jetzt mache ich uns Eierkuchen, damit wir auf andere Gedanken kommen. Wie mir der Wunsch mit den Bratwürsten auch so rausgerutscht ist. Aber ich konnte doch auch nicht wissen, dass er gleich in Erfüllung geht. Es war doch nur ein Spaß von mir. Und jetzt noch immer auf dich aufpassen, dass du nichts Verkehrtes wünschst. Also, jetzt wollen wir doch
Schon wieder eine neue Wurst drin ist. Nein, ist noch keine drin. So, jetzt ganz schnell. Hole den Teig. Und wenn ich die Pfanne wieder umdrehe, schüttest du den Teig gleich hinein. Dann kann keine Bratwurst mehr. Schnell, schnell! Ich zähle bis drei. Eins dazu ist drei. Siehst du, meine Idee, meine kluge Idee. Aber jetzt wollen wir hier erstmal ordentlich aufräumen.
tatsächlich Eierkuchen ohne Brause. Ja, da liegt ja noch eine. Das ist nun aber endgültig die letzte. Und dann ist Schluss mit deiner Bratwurst-Zauberei. Meine Idee, meine kluge Idee, meinem klugen Kopfe, was sagst du nun? War doch eine kluge Idee. Du wirst erstickt unter deinen Bratwürsten, wenn du deinen klugen Mann nicht hättest. Ich habe sie doch für dich gewünscht, weil du sie doch so gerne isst. Ich dachte, ich wünschte. Ich dachte, ich wünschte. Ich wünschte, diese Bratwurst säße dir fest an der Nase, damit du immer daran denkst, was du dir für dummes Zeug gewünscht hast. Der Eierkuchen ist fertig. Jetzt nimm mir doch endlich die Wurst von der Nase. Du nimm sie doch alleine ab. Nein, du musst sie abnehmen. Du hast sie wieder... Du hast sie wieder... Es wird uns schon was einfallen. Ich hab so einen Durst. Ich muss erst mal was trinken. Ja. Komm. Ha ha ha!
Seite. So geht es auch. Ich weiß auch keinen Rat mehr. Wir können uns ja noch was wünschen. Kein Wort mehr vom Wünschen. Was haben wir uns gewünscht? Es wäre alles wie früher. Und wir hätten die ganze Geschichte mit den Wünschen vergessen. Ja. Das wünsche ich auch. Lieber Heinrich. Lieber Heinrich, was denn? Na, was gibt's denn heute? Bratkartoffeln. Und Bratwurst? Aber nein, heute ist doch kein Sonntag. Ich will glücklich sein, wenn ich jeden Sonntag für dich eine Bratwurst in der Pfanne habe. Ja, Liese, du hast recht. Wir wollen uns freuen, wenn wir alle Tage satt werden und zufrieden miteinander leben.